Hallo zusammen und willkommen zu meiner kleinen Spielvorstellung von Hammerwatch, einem Spiel von Jochum Skolglund und Niklas Mürberg, zwei schwedische Indie-Spieleentwickler. Ja, wie man schon sieht, ist Hammerwatch ein ziemliches Oldschool-Spiel mit einer ziemlich altbackenen Grafik, aber ich muss selber zugeben, es macht ziemlich viel Spaß, es zu spielen. Deswegen möchte ich dieses Spiel auch mal vorstellen. Im Augenblick befindet es sich noch in der Beta-Phase, beziehungsweise das hier ist die Demo, für die ich den Link in meiner Videobeschreibung noch einstellen werde. Also, beginnen wir. Singleplayer. Es gibt insgesamt 4 Klassen, wobei der Warlock noch nicht freigeschalten ist. Der Paladin ist ein typischer Nahkämpfer. Der Wizard, den habe ich noch nicht ausprobiert, den werde ich jetzt hier mal in der Spielevorstellung ausprobieren. Und der Ranger, ein typischer Fernkämpfer. Also nehmen wir den Wizard und beginnen auch schon. Die Steuerung ist recht simpel. Mit den WASD-Tasten bewegen wir uns hin und her. Mit der Pfeiltaste nach oben benutzen wir den Standardangriff und mit den anderen Pfeiltasten die Spezialfähigkeiten. Also zum Beispiel jetzt bei unserem Magier ist das die Pfeiltaste nach links für diesen Flammenwerfer. Eine andere Fähigkeit besitzt er zu Beginn noch nicht. Die anderen Helden besitzen zu Beginn auch noch keine anderen Fähigkeiten. Okay, der Magier macht schon mal ganz schön viel Schaden. Bisschen mehr als der Ranger und den fand ich schon jedenfalls am Anfang ein bisschen zu einfach, aber ich glaube, dass die Schwierigkeit zieht noch an und wie man schon sieht, was man ja auch schon von Diablo her kennt, ist man ziemlich viel damit beschäftigt, Sachen zu zerdeppern und auch Gegner wie Fledermäuse, die gerade hier kommen. Ja, und da kommen auch noch dickere Gegner, die etwas mehr aushalten. Das Spiel hat auch eine Charakterentwicklung und zwar findet man unterwegs so ähnlich wie Händler Leute, bei denen man sich die Werte, die Stats verbessern kann. Also das Mana, die Lebenspunkte. Ich sehe gerade, ein Magier hat nicht gerade besonders viel Lebenspunkte, nur 25. Da ist ein Krieger mit 75 schon ein bisschen besser ausgerüstet als der Magier. Der hat dafür viel mehr Mana. Ja, das Spiel hat bis jetzt noch leider keine nennenswerte Story, da es bis jetzt nur den ersten Akt gibt in der Beta und ja, es noch nicht mal eine Speicherfunktion gibt. Das Spiel kann man übrigens auch zu viert im Multiplayer spielen und ich weiß jetzt leider nicht, ob es nur ein Netzwerk möglich ist oder auch online. Das werden wir sehen, wenn es rauskommt. Das Spiel läuft zurzeit bei Steam auf Greenlight. Deswegen möchte ich euch ans Herz legen, falls euch dieses Spiel gefällt, dafür abzustimmen. Ja, wie man vom Gameplay her sieht, ziemlich simpel, aber trotzdem ziemlich lustig. Das Rumlaufen und Gegner und Fässer zerballern. Da oben haben wir einen Apfel, der eigentlich zum Life-Regenerieren da ist. Und hier haben wir die erste Tür. Und zwar, wie man oben sieht, oben haben wir ja unsere Infoleiste. Da sieht man von links nach rechts jetzt die Schlüssel, die wir besitzen. Also bronzene, silberne, goldene. Dann unser Gold, was wir besitzen. Und unsere Reset-Leben, die wir noch haben. Und zwar, wenn wir mal sterben sollten, werden wir am nächsten Checkpoint wiederbelebt. Da unten links sieht man übrigens einen, der so aussieht wie eine Diskette. Zu dem kommen wir aber noch nicht. Dazu müssen wir erst dieses bronzene Tor hier öffnen. Und dazu brauchen wir einen Bronzeschlüssel. Und hier kommt schon die erste Gemeinheit. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, dieser Schalter öffnet die Tür. Aber Achtung, er öffnet einen Raum voller Fledermäuse. Und ja, eigentlich ist das Gameplay so gesehen ziemlich einfach gehalten, aber es macht trotzdem viel Laune. Auch der Schwierigkeitsgrad zieht nachher auch noch an, wenn zum Beispiel Gegner mit Fernkampffähigkeit kommen, die aussehen wie Larven. Dann auch noch große Larvenmütter, die neue Larven spawnen tun. Mal sehen, ob ich mit diesem
dieser Spielvorführung so weit komme oder ob ich das vielleicht erst in meinem Let's Play später zeigen kann, sobald das Spiel entweder draußen ist oder ich weiß nicht, wenn ihr mich die Demo weiterspielen sehen wollt, dann muss ich mir was überlegen, wie ich das machen soll, weil es hat wie gesagt keine Speicherfunktion. Also kann das ein bisschen schwierig werden, höchstens ich spiele es an einem Stück durch, was aber wahrscheinlich mein Festplattenspeicher nicht mitmachen wird. Ja. Die zu den anderen beiden Klassen, also der Paladin ist halt der typische Nahkämpfer, also er macht Schaden im Nahkampf, hat aber dementsprechend auch von Anfang an mehr Lebenspunkte und steckt mehr ein. Jetzt haben wir hier gerade einen Bosseschlüssel eingesammelt. Seine Spezialfähigkeit ist ein Dash, damit kann er sich einfach mal so durch die Gegner durchboxen und einen Haufen Schaden verursachen. Der Waldläufer, der Ranger, hingegen ist ein Fernkämpfer, der ist ein Pfeile durch die Gegner hindurchgehen und je näher die Gegner sind, desto mehr Schaden machen sie. Also die Pfeile beim Gegner. Also jetzt ein Gegner da unten, der da ziemlich weit entfernt ist, da würde der Waldläufer kaum Schaden gegen machen. Je näher der Gegner kommt, umso mehr Schaden macht er. Die Spezialfähigkeit des Waldläufers am Anfang, jetzt habe ich gerade den Checkpoint aktiviert, ist eine Bombe zu legen, die ganz schön viel Flächenschaden raushauen kann. Das ist eine ziemlich gute Taktik, zum Beispiel hier jetzt bei mehreren Gegnern, sie einfach mit einer Bombe wegzubrezeln. Diese Kristalle hier frischen das Mana wieder auf, das können wir dann also auch ganz schön verschwinden. Jedenfalls hier am Anfang. Wie gesagt, das Spiel zieht noch an. Also zum Beispiel gerade gleich der nächste Level des Dungeons ist dann schon ein bisschen schwieriger, wenn dann die Gegner Respawn-Punkte haben, die man erstmal kaputt machen muss, bevor man sich die Gegner entledigen kann. Und ja, storymäßig habe ich bis jetzt vor dem Spiel noch nicht so viel rausgefunden. Da rechts sieht man übrigens schon die Fernkampfgegner, diese Larven. Die sind dann schon ein bisschen garstiger als das Kleidzeug, was hier kommt. Ach ja, und mit der Tabulator-Taste kann man eine schöne Minimap aufrufen. Wie man sehen kann, da oben, also ich bin der rote Punkt, das WZ, und von mir aus gesehen jetzt oben links sieht man eine Treppe nach oben und einen Schlüssel. Also da kommen wir von der zweiten Ebene aus nochmal runter an den Schlüssel dran. Den werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Naja, der Magier hat keine so hohe Fernkampfreichweite wie der Ranger, merke ich gerade. Dafür hat er aber auf jeden Fall mehr Flächenschaden und im Allgemeinen mehr Schaden. ja, das Spiel kann man auch, wie gesagt, bis zu 4 Leuten spielen, was ziemlich interessant sein dürfte, vor allem wenn man sich dann auch eben die Ressourcen hier, wie jetzt zum Beispiel die Äpfel, aufteilen muss. Im Multiplayer kann man dafür halt aber auch die Anzahl der Lives oben einstellen und sogar auf unendlich setzen. Das haben die Entwickler sogar in ihrer README vorgeschlagen, dass man das für den Anfang, wenn man noch unerfahren mit solchen Spielen ist, machen sollte, wenn man auch alleine spielt. Unendlich Leben, dass man das Spiel erkunden und kennenlernen kann. Ich aber spiele es lieber mit auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, also mit endlichem Leben. So, hier wieder ein Goldschlüssel, ein Bronzeschlüssel und ein paar Goldmünzen. Dann können wir jetzt hier drüben die Tür aufmachen und die Gegner rüsten. Am Anfang wirken die Spells und die Fähigkeiten der Klassen schon noch ein bisschen overpowered, aber ja, jetzt haben wir gleich unsere erste Begegnung mit den giftspuckenden Larven. Das dürfte lustiger werden. Mal sehen, ob die uns tot kriegen als Magier, weil wir haben ziemlich wenig Life-Punkte. Ja, gerade noch ausgewichen. Und ja, wie gesagt, es ist von zwei und da bin ich tot. Wie gesagt, es ist von zwei schwedischen Entwicklern, die ich gerade aus den Credits ja auch genannt habe. Das Spiel ist noch in der Beta-Phase und läuft gerade auf Greenlight bei Steam. Also wenn euch das Spiel gefällt, dann bitte
stimmt dafür ab. Mal sehen, ob ich es in der Vorführung noch bis zur Treppe ins zweite Level schaffe. Ich denke mal eher nicht, weil allein schon das erste Level ziemlich groß ist. Händler gibt es auch, sonst würde wäre es ja sinnlos, diese Münzen zu sammeln. Also auch Waffenhändler und halt, wie ich es schon sagte, so Level-Up-Händler, bei denen man die Stats, also die Lebenspunkte, die Mana-Punkte und auch die Bewegungsgeschwindigkeit verbessern kann. Was halt alles Geld kostet, was man hier ja sehr schön einsammelt. Ja, was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Oh, ein safe neuer Checkpoint. Man hat ja gerade gesehen, wie leicht ich durch die böse Bombe in der Kiste draufgegangen bin. Ja, es gibt auch... soll auch noch Tränke in dem Spiel geben, die verschiedene Nutzen haben. Die sind im Augenblick sind nur 3 Stück im Spiel implementiert, deren Wirkung auch in der Readme beschrieben wird, die ich jetzt nicht gerade zur Hand habe. Oh, und hier habe ich ein Secret, ich habe ein geheimes Haar gefunden. Wobei ich nicht weiß, was mir das Haar bringen soll. Das erfährt man wahrscheinlich auch erst dann, wenn das Spiel komplett ist oder halt, wenn man den ersten Akt weiter durchgespielt hat. Ach ja, noch etwas wegen dem Sound. Ich hatte, als ich das Spiel das erste Mal gestartet habe, einen Soundfehler, weil mir OpenAL fehlt. OpenAL fehlte. Ich werde den Link zur OpenAL-Seite in meinen in die Videobeschreibung mit reinstellen, im Fall, dass ihr dasselbe Problem haben solltet, wenn ihr das Spiel selber antesten wollt. Also von meinem Eindruck her, das Spiel ist gut gemacht, es macht Spaß, fast schon süchtig, könnte man sagen. Ich könnte jetzt stundenlang hier weiter durch den Dungeon suchten, aber leider gibt es ja nur in der Demo den ersten Akt. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wie es weitergehen wird. So, hier haben wir jetzt mal noch einen kleinen Vergleich. Das da unten sind kleine Mana-Regenerationsdinger, das da oben ist schon wieder was Größeres. Und da sieht man auch schon ein Schild mit einem, geht weg, Fledermaus, mit einem Kelch drauf, der das zeigt, wo es zum Händler geht, der bessere Stats verkauft. Machen wir noch hier sauber. Also ja... es gibt ziemlich viel zu zertrümmern und ziemlich viel Geld zu einsammeln, was man wahrscheinlich auch brauchen wird. Kann ich mal hier kurz die Karte aufrufen. Da oben sieht man den blauen Kelch. Da ist dann der Händler fürs Verbessern von den Stats, den Werten. Ah, geh weg, blöde Fledermaus. Also ja... die Viecher sind eigentlich ziemlich garstig, vor allem wenn es richtig viele sind. Also auf der zweiten Ebene kommen da schon ein paar Dutzend. Vor allem wenn sie um ihre Mutterlarve da ständig respawnen, bis man die mal getötet hat. Mal sehen, schaffe ich es noch zum Weg oben? Ja, der wäre da. Nehmen wir noch den Schlüssel mit. Ah, ich schaffe es leider wohl nicht mehr. Aber trotzdem, wenn ihr euch wünscht, dass ich das Spiel Let's Playe, oder wenn ihr schon wollt, dass ich die Demo Let's Play, ich werde das Spiel auf jeden Fall Let's Playen, sobald es dann vollständig draußen ist. Also die eine... entweder wenn es eine Beta gibt, in der ich auch abspeichern kann, oder eine... oder die nächste... oder die Final draußen ist, dann werde ich das Spiel auf jeden Fall Let's Playen. Wenn ihr wollt, dass ich es schon früher Let's Playe, also die Beta hier, die ihr gerade seht, wenn ihr noch mehr sehen wollt davon, dann könnt ihr es mir ja in den Kommentaren schreiben. So, noch hier kurz die Kisten platt gemacht und alles eingesackt. Und das war's dann mit meiner Vorstellung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich jedenfalls eine Menge. Bis zu meinem nächsten Video. Bis bald.